in die richtige Richtung. Sie hieß Babette, die nette Fette. Sie war die erste im Puff um die Ecke. Nette Babette mit ihrer Kette brachte sie schon manchem Mann fast um die Ecke. In schwarzem Leder, Stiefel und Gerte kannte sie jeder, der dort je verkehrte. Sie hatte viele, viele Verführer, kamen von weit angereist, um sie zu spüren. Im ganzen Rottlingmeer war sie ein Star schon, und jede Mutter der Stadt fand Tom den Sohn. An ihr da hingen sie in ganz fremden Posen, Mimosen und wenn man dabei noch nach mehr. Egon, Egon Fritz Müller, man sagte, er sei im Bett wohl ein Knüller. Egon der Starke sah die Babette und hing vom ersten Blick an ihrer Kette. Peitschen und Tritte in seine Mitte, willenlos ausgesetzt war er verfallen. In ihren Krallen, sie ließ ihn springen und er die Kasse von Babette stets klingen. Oh, Babette, Babette, bist eigentlich eine ganz nette Babette, Babette, doch legst du die Männer nur an die Kette. Im ganzen Ihr dahinten in ganz fremden Posen, Mimosen, und wenn man dabei noch nach mehr. Doch welch ein Ende nahm Egon Müller. Egon Fritz Müller im Bett stets ein Knüller. Babette schlug ihn und das nicht wenig, doch eines Tages war sie untertänig. Sie schwor ihm Liebe, er wollte Liebe, nicht interessiert an dem Herzen der Fette. Fette Babette, eigentlich nette, drehte sie durch unser Mord und schlug ihn tot. Thank you.